idealism prevails. Make the world a better place. Hallo und willkommen bei IP Kitchen Talks. Wir haben heute Murmer Berzirowitz zu Gast. Lassen Sie mich nur kurz eines erwähnen. Wir haben in einem Vorgespräch beschlossen, dass wir per Du sein werden, weil wir machen hier keine News, sondern wir interessieren uns, was wir einander zu sagen haben und deswegen glauben wir, dass das in Ordnung ist. Gut, ich fange jetzt an. Murmer. Ja, servus. Servus. Ich wollte mit was ganz anderem beginnen. aber ich habe beim nochmaligen Durchlesen deiner Biografie und der Dinge, die du machst, ist mir immer wieder das Kopf um Krone ins Gesicht gesprungen. Sag doch mal kurz, worum es sich da handelt. Was ist Kopf um Krone? Also Kopf um Krone ist ein Online-Magazin mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und dort führen wir längere Gespräche. Also wenn man das von den Interviews kennt, gibt es eine Frage, eine Antwort, meistens tagespolitisch oder tagesaktuell, meistens auch sehr kurz. Und wir haben uns entschieden, nein, wir pfeifen mal auf die gegebenen Regeln, sondern führen einfach ein Gespräch über ein Thema, das sich eine Stunde lang ziehen kann. Wir kürzen relativ wenig aus und gehen in die Tiefe und haben eine gewisse Liebe zum Detail. Gut, das kann man sich anschauen, das ist ein Online-Magazin. Genau, ne? So ist es. Ja. Unter www.kopfumkrone.at. Okay, also das heißt, du bist ein Medienmensch, unter anderem auch. Ja. Du bist aber auch natürlich ein politischer Mensch. Du bist unter anderem Obmann der jungen ÖVP in Fünfhaus, dem 15. Ja. Bezirk. Seit wann? Seit einem Jahr mittlerweile. Mhm. Ich frage dich dann nachher, wie das so ist, aber ich möchte noch kurz bei den Medien bleiben. Es wird ja seit gar nicht so langer Zeit, ein paar Jahren, extrem darüber diskutiert, was sind jetzt wirkliche Nachrichten, denen man glauben kann und was sind Nachrichten, denen man nicht glauben kann. Und jeweils die eine oder respektive die andere Seite glaubt die anderen Nachrichten nicht. Wie informierst du dich, wie unterscheidest du zwischen den sogenannten Fake News und dem, was du an Informationen zu dir nimmst und dann daraus was machst? Sowohl politisch als auch als Medien, ich möchte jetzt da gar nicht unterscheiden. Du als. Also ich glaube, dass man Fake News relativ einfach identifizieren kann. Woran? Also ich meine zum Beispiel, wenn man, wie heißt es nochmal, Russland TV oder Sputnik und dergleichen, also schon dubiose Seiten. Es ist selten etwas mit Fakten untermauert, sondern eher, es ist schon sehr trivial geschrieben, also das ist relativ einfach zu identifizieren, also da mache ich mir keine großen Gedanken drüber, wie ich das auseinanderhalte, das ist eigentlich ganz simpel. Wenn du dir aber jetzt zum Beispiel, ich weiß, du bist ja auch etwas Amerika-affin im Sinne, dass du das studierst und auch einen sehr guten Artikel meiner Meinung nach über die Legacy, also das Erbe von Barack Obama gemacht hast. Dort ist es ja mittlerweile so, dass man wirklich sagen kann, 50-50, sagt die eine Bevölkerung, na dort habe ich das her, das stimmt, und die andere Bevölkerung sagt, das ist ein völliger Unsinn. Ja. In Österreich, ich lebe selber eher nicht in Österreich, bin aber Österreicher, beobachte ich das seit Jahren auch ein bisschen. Also es gibt sozusagen die Pressepartie und dann gibt es die Standardpartie, sagen wir jetzt einmal, Standardfalterpartie und dann gibt es, also viele treffen sich in der Krone, also nicht in deiner, sondern in der klassischen Krone. Wie würdest du denn die Presselandschaft, die Medienlandschaft in Österreich beurteilen? Ich glaube, da müssen wir tiefgehender gehen. Okay. Also ich habe den Barack Obama-Artikel geschrieben, das war ein Kollege, aber es stimmt, in den Vereinigten Staaten ist es wirklich so, dass es Sender gibt, wo man weiß, Democrats, republikanische Sender. Und ich wünsche mir das für Österreich nicht. Ich glaube, wir waren da auch schon immer ein bisschen differenzierter. Nur ist, glaube ich, schon eine Entwicklung zu sehen, dass die Qualitätsmedien sich boulevardisieren. Also das würde ich schon sagen. Wenn du dir anschaust, eine Zeit, zu Zeiten, wo Chefredakteur Theo Sommer war, dann war das ein Blatt mit inhaltlicher Analyse. Von beiden Seiten auch. Also sowohl die eine Sichtweise gezeigt, als auch die andere Sichtweise. Es war viel, viel analytischer. Es war auch mehr Inhalt. Heute würde ich das schon, es ist schon etwas verloren gegangen, ja, das würde ich schon sagen. Womit hat das primär zu tun? Es hat ausschließlich, also ich denke erstens, dass die Auflagenverkäufe zu der Zeit noch eine andere waren.
als es heute so ist. Zweitens hat es damit zu tun, dass wir erwarten, dass Medien gratis sind. Also es ist einfach eine Bedingung, dass sie gratis sind, und wenn nicht, ja, dann schaue ich mir halt irgendwas anderes an. Aber es leidet halt die Qualität drunter. Also es gibt da zwei Möglichkeiten auch für Qualitätsmedien. Ich habe mich mal umgeschaut beim Falter und dergleichen. Es gibt entweder die Möglichkeit, wir zahlen für qualitativ hochwertigen Content etwas, oder das Medium muss trivialisieren, banalisieren, personalisieren, skandalisieren, damit es Klicks erreicht. So kriegt es auch Geld. Du hast jetzt gerade gesagt, Klicks. Ne? Ja. Also es ist sozusagen die Szene der Informationen in Film ins Internet gegangen. Ich muss sagen, selbst schätze ich es ja. Ich finde ja alles Mögliche und Unmögliche drinnen, ja, und bilde mir auch ein, dass ich unterscheiden kann. Lass uns ein bisschen auf die Jugend schauen. Wir sind ja beide und wahrscheinlich auch unsere Umgebung beschäftigt sich mit diesen Themen und schaut sich auch mal die andere Seite an. Mit denen ich aber spreche, die ausschließlich aus dem Internet Nachrichten oder Inhalte beziehen, ist diese Blasenbildung, ist ja auch ein schönes Modewort geworden, schon sehr extrem. Wie würdest du oder wie kannst du dir vorstellen, dass man diesen Blasenbildungen entgegenwirkt, beziehungsweise hier auch bildungstechnisch eingreift, dass man von Anfang an irgendwie lernt, dass man zumindest tunlichst sich beide Seiten anschauen sollte? Oh. Ja, das ist schon eine Schwierigkeit. Weil erstens, wenn ich dem entgegenwirken wollen würde, müsste der Artikel ja auch länger sein, als er ist. Und ich glaube, daran verwehrt sich es auch. Ich glaube auch, dass die Fachkenntnis abgenommen hat, auch gewisse Oberflächlichkeit zugenommen hat. Ich sehe kaum noch wirklich inhaltliche Analysen oder tiefgehende Sachen, die sich mit gewissen Konzepten auseinandersetzen. Jetzt sagen wir, nehmen wir als Beispiel eine Steuersenkung auf 40% der Quote, also auf 40%. Sagen alle, na, es geht nicht, es ist möglich, es ist nicht möglich, aber keiner geht dem wirklich inhaltlich zugrunde und schaut, okay, was würde passieren, wenn? Was wären die Auswirkungen, wenn? Sondern es ist einfach, es hält sich an der Oberfläche. Weil die Aufmerksamkeitsspanne, die berühmte, grundsätzlich zurückgegangen ist, kann das sein? Sind wir alle plötzlich blöder geworden, oder? Weißt du, was ist passiert? Das Tagesgeschäft ist viel schneller geworden. Okay. Es muss alles sofort raus. Okay. Ich glaube, dass das Nachdenken viel kürzer geworden ist. Und die inhaltliche Auseinandersetzung, ich setze mich etwas auseinander, eine Zeit lang, die ist weniger geworden. Ich glaube, die Redaktionen kürzen auch. Also das wirst du überall finden. Und somit auch die Ressourcen einfach geringer geworden sind. Aber wenn du dir anschaust, ganz, ganz simples Beispiel, zwischen der Süddeutschen Zeitung, die früher erscheint als die Züricher Zeitung, da ist ein qualitativer Unterschied. Die Züricher Zeitung, die später erscheint, geht mehr ins Detail. Und das schätze ich. Also von mir aus lese ich halt etwas, was etwas später erscheint, dafür habe ich was Handfestes in der Hand, also was qualitativ Hochwertiges, als etwas, was früher erscheint. Und das vermisst den Blick aufs Detail. Das lassen wir mal so stehen, aber du hast mir ein sehr schönes Stichwort für die Frage gegeben, die ich dir eigentlich zum Anfang stellen wollte. Du bist, und das ist ja logisch, wir haben es ja jetzt gerade gesagt, Mitglied einer Partei, die jetzt eine Bewegung ist, auf das wollen wir jetzt nicht näher eingehen, ich verstehe ja das nicht, aber es ist eine konservative Bewegung. Wie ist für dich der Konservativismus, wie definierst du das für dich? Warum hat dich das angezogen entgegen etwas anderem, sagen wir mal? Was war dieses sozusagen, ich nenne ein großes Wort, also ein politisches Erweckungserlebnis, dass der jüngere Murmur gesagt hat, wow, ich möchte dabei sein, nicht nur die Partei, aber diese Art von Gedanken, diese Art von Weltbild, das liegt mir. Mhm. Ja, so wie halt Leute in Amerika dann Ayn Rand lesen oder was auch immer. Was kannst du dich erinnern, war da ein Moment? Ja, natürlich, okay. Klar. Beginnen wir mal damit. Ich bin kein großer ideologischer Mensch. Ich kann mit den Begriffen konservativ, rechts, liberal, sozialistisch eher weniger was anfangen. Was die ÖVP hat, ist, also reden wir gleich drüber, ist ein ausgleichendes Element, eine Volkspartei. Das heißt in dem Fall, du hast verschiedene Interessensgruppen innerhalb der Partei
und das Interesse hält sich immer die Waage. Manchmal dominiert die eine Seite, manchmal dominiert die andere Seite. Aber generell ist es sehr ausgleichend. Dieser Ausgleich hat mir sehr gefallen, mhm. weil die Welt ist weder schwarz oder weiß. sondern türkis. Ja. Der musste sein. Ja, absolut. Ne. Absolut. Genau. Und deshalb hat mir das ausgleichende Element gefallen. Wieso ich letzten Endes wieso ich es gewagt habe, mich politisch zu engagieren? Ja gut, ich war ein Leser mit 16, also es hat mich interessiert. Und dann bin ich dem Sebastian kurz bei der U-Bahn über den Weg gelaufen. Und ihm gesagt, wenn der das kann, kann ich das auch. Okay, also er spricht jetzt für ihn, weil du bist also gut. Ja, also wenn er das kann, mit jungen Jahren wirklich progressiv etwas zu verändern, wirklich gestalten können, dann habe ich gesagt, das kann ich auch, das mache ich nach. Das übertreffe ich ihn. Das akzeptiere ich jetzt einmal so. Wir haben gesagt, Wir wollen eigentlich nicht über Tagespolitik reden, aber weil wir nicht direkt über Tagespolitik reden wollen, lass mich da doch ein Stückchen tiefer gehen. Okay. Ich habe ja mit dem Vorsprung eines halben Lebens auf dich diese Bewegung und meine Familie war zweigeteilt. Mhm. Deswegen bin ich null geteilt, sondern halte mich völlig raus. Meine Familie war wirklich sozusagen schwarz und der andere Teil rot. Mhm. Und das sagt man doch schon, dass das eine Bewegung ist, eine Richtung, die schon etwas zum Beispiel mit christlichen Werten zu tun hat. Ja? Ja. Also da geht es schon um Werte. Ja. Ich akzeptiere das völlig, dass du sagst, du bist nicht ideologisch, das akzeptiere ich völlig. Aber kann man jetzt so einfach auch als Bewegung sagen, naja, aber mit dem Erbe haben wir jetzt nichts mehr zu tun oder hat es doch noch mit dem Erbe zu tun? Ist das da? Aber das muss ja da sein. Ja, gewisse Grundwerte hast du bei jeder Partei, selbstverständlich. Okay. Also, dass die katholische Soziale oder die christliche Soziallehre das Fundament der ÖVP ist, bestreitet niemand. Das Personalitätsprinzip, das Solidaritätsprinzip, das Personalitäts- und das Subsidiaritätsprinzip sind natürlich das Fundament der ÖVP. Nur hast du halt gewisse Flügel einfach, wie du sie in jeder Partei hast. Sie spielen natürlich, die christlichen Werte spielen immer noch eine Rolle. Genauso, ich frage mich ja immer auch, wie kommst du als Muslim dazu? Wieder nimmst du mir die Frage. Wie kommst du als Muslim dazu, dass du dich bei der ÖVP engagierst? Ja. Der Islam teilt dieselben Werte, wie sie das Christentum teilt. Und jetzt sind wir dort, wo wir auch hin sollen, glaube ich. Also wir erwähnen, ich sage es jetzt noch einmal, du bist, ja auch vom Namen her ist das nachvollziehbar, du bist eigentlich eine erste Generation, war geboren in München. Ja, genau. Ja, geboren in München, nach Österreich gekommen als? Meine Mutter ist gekommen als Arbeitskraft hierher. Also sie hat das Glück gehabt, dass sie das Arbeitsvisum, also nach dem Krieg, also ganz kurz, nach dem Krieg in Bosnien, hat Deutschland natürlich Flüchtlinge abgeschoben. Und meine Mama hat gesagt, gut, Zukunft haben wir unten keine mehr. Ich habe eine Krankenschwesterausbildung. Und Österreich hat einen Pflegemangel und das ergab sich ganz gut für das Arbeitsvisum und so sind wir nach Salzburg und danach willkommen. Ja. Klassisches Einwandererschicksal ja, und das große Thema überall mittlerweile, absolut. Ganze Welt. Ja. Also ich habe gestern erst gelesen, es machen sich wahrscheinlich ca. 220 Millionen Leute jetzt gesamt auf der Welt auf den Weg wieder. Also wir können das nicht ignorieren. Absolut. Du hast dann natürlich auch ein bisschen Einblick. Wie war es denn für deine Mutter oder für dich? Aber du bist dann schon mit der Sprache aufgewachsen. Ich bin schon mit der Sprache aufgewachsen. Also wie war es für meine Mutter? Inwiefern? Das Erlebnis, die Fremde zu sein. Oder was? Oh, es ist, ich glaube, da ging es darum, nicht das Erlebnis, das Fremde zu sein, es ging es ums Überleben. Da ging es pur ums Überleben. Also meine Mama hat gesagt, ist mir völlig wurscht, was für Arbeit das ist, ich mache sie. Mein Vater genauso. Da ging es einfach nur, habe ich morgen zu überleben. Und also wie ich mich dabei fühle, hat da wirklich keine große Rolle gespielt, ehrlich gesagt. Das deckt sich mit dem, was die meisten sagen, mit denen ich spreche, die zu uns gekommen sind. Also in dem Fall sage ich zu uns nach Österreich oder nach Europa in den letzten Jahren. Dann gehen wir doch da hinein in das Thema. Du hast zwei ganz spannende Sachen gesagt, oder vor allem eine. Du sagst, das ist zwar lustig irgendwie, seltsam auf den ersten Blick, dass du als Moslem, entschuldige, da frage ich aber nach, also du bist jetzt auch dort kein fundamentalistischer Moslem oder ein ideologischer offensichtlich. Nein, also es ist ein Wertegerüst. Aber wer auf Grundlage von Religion realpolitische Sachen macht,
Ja, der hat den Verstand verloren, ja. Interessant. Also dann würde das heißen, kurze Tagespolitik, nicht nur keine islamischen Kindergärten, sondern überhaupt keine religiös in irgendeiner Form gefärbten Kindergärten. Also das... Nein. Das war anders gemeint. Also wer auf irrationalen Quellen, auf Basis von irrationalen Quellen, heilige Schriften sind nun mal irrationale Quellen, sind Glaubensschriften. Ja. Wer auf Basis dessen realpolitische Entscheidungen trifft und sie nicht auf Fakten und Rationalität trifft, dann ist das schon bedenklich. Das hat völlig den Verstand verloren. Ja. Ja, also da kann ich dir nicht anders als recht geben. In der praktischen Geschichte ist aber schon, also ich sag dir, warum ich das Kindergartenbeispiel gebracht habe, das hat nämlich weniger mit der Tagespolitik, sondern mit meinem eigenen Leben zu tun. Ich war in einem katholischen Kindergarten. Okay. Und ich kann nicht behaupten, dass es nicht eine Art der Indoktrinierung war, weil es natürlich klar war, dass man in der Früh begonnen hat mit einem Morgengebet. Ja, also es hat diese ganzen Dinge gegeben. Ja. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das unterscheidet von einem islamischen Kindergarten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, gut, das war in den 70ern, vielleicht hat sich da was geändert, aber es war eine Form der Indoktrinierung. Deswegen kam mir jetzt in dieser Debatte, in dieser heißen, dass man doch vielleicht in einem säkularen Staat, wo wir das Konkordat haben, sagt, nein, Kindergärten sollten grundsätzlich keine Ideologien transportieren. Ja. Das wollte ich jetzt nur fragen, ob das für dich in deinem Flügel, deiner Bewegung auch möglich wäre zu sagen, aber Freunde, dann... Also ich sehe die Dinge rationaler da. Ich kenne Laizisten, die sagen, öffentlicher Raum und Religion muss komplett getrennt sein. Mhm. Die sagen auch, selbst wenn du eine Ausbildung als Lehrerin hast, deinen Job vernünftig machst, aber wenn du ein Kopftuch trägst, kannst du nicht unterrichten. Das soll nicht so sein. Macht man einen Fehler. Mhm. Es gibt, nehmen wir als Beispiel aus Türkei. Die Türkei hat einen Laizismus gehabt unter Atatürk und man hat gesehen, wo es geführt hat. Wenn du das eine Extrem nimmst, das heißt in dem Fall eine komplette Verbannung von Religion aus dem öffentlichen Leben, aus dem öffentlichen Raum, dann wird sich das rächen. Es wird sich rächen. Mhm. Wenn du es aber in gewissen Rahmen zulässt, jeder hält sich an die Verfassung, du hast deinen Job zu erledigen, du hast dich an die Gesetze zu halten, mir ist es wurscht, was du trägst am Kopf, ob du eine Kippa oder ein Kopftuch trägst, dann nimmst du auch radikalen Leuten die Segeln, den Wind aus den Segeln. Okay, dann lösen wir das, aber versuchen wir das zu lösen. Ja. Das heißt also, islamische Kindergärten deswegen nicht, weil wir uns in einer zum größten Teil nicht der islamischen Kultur befinden oder andere? Oder sollte man sozusagen, hat man die Befürchtung, das sind radikale Brutstätten und die muss man entradikalisieren? Warum dann nicht? Also ich gebe dir da recht. Natürlich, jetzt, wenn wir das islamische Kindergartenbeispiel nehmen, also wir müssen uns auch die Geschichte anschauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. 2008, 2009 hat man gesagt, die Stadt Wien hat gesagt, wir öffnen die Kindergärten für alle, das heißt in dem Fall gratis Kindergarten und es gab einen riesigen Andrang. Aber die Kapazitäten konnte die Stadt Wien nicht liefern. Das heißt in dem Fall, es haben sich überall sind Vereine aufgeploppt, die durch die Förderung in der Stadt Wien Kindergärten aufgemacht haben. Nur hat man es da versäumt, erstens vernünftiges Kontrollpersonal aufzubauen und auch Kontrollen durchzuführen. Das heißt, ich habe gewisse Standards, die eingehalten werden müssen, aber die nicht eingehalten wurden. Ich weiß nicht, ob es die Standards auch überhaupt gab, aber in Niederösterreich funktioniert das besser. Dort werden katholische Kindergärten kontrolliert. Mhm. Und das sind halt, natürlich gibt es islamische Kindergärten, die Standards überhaupt nicht einhalten. Ja? Da müssen wir ganz klar sagen, Freunde, ob es ein katholischer, jüdischer, muslimischer Kindergarten ist, du hältst die Standards nicht ein, das heißt, dass das Personal Deutsch kann oder dergleichen, dann ist der zu schließen. Basta. Akzeptiert. Absolut. Also Standards für alle. Ja, absolut. Und dann eben nicht radikal. Also ich bin ein Verfassungspatriot. Ja, die könnte man zwar auch ändern im Einigen, aber das ist ja absolut. Ja, aber super. Aber grundsätzlich dann haben wir das eigentlich gelöst. Dann werden wir die Standards einhalten, aber nichts zusperren, was sozusagen den Standards entsprechen würde. Absolut. Gut. Das führt uns aber dann sofort, gleich brauche ich das gar nicht, zu einem Thema, das auch ganz heiß ist. Also wir können ja fast den Alltag nicht rauslassen. Ne? Nämlich das der Sicherheit. Ja. Das ist im Moment für mich persönlich, ich wiederhole mich, aber ich lebe nicht in Österreich und sehe die Debatte deswegen mit einem Auge auf meine Cousinen, Cousins, Freunde und Kollegen. Zum Beispiel so etwas wie das Sicherheitsgesetz und das, was da drinnen steht in seinem Umfang, empfinde ich jetzt intuitiv auch als problematisch. Ja?
ohne ins Detail gehen zu wollen, was ist deine Sicht auf, wo sind die wirklichen Bedrohungen im Moment und wie kann man ihnen begegnen? Ob das Gesetz dann, ja, das überlasse ich dir, aber so also grundsätzlich, wo siehst du denn diese großen Bedrohungen und was macht man, dass es eben so rational, ja, wie du sagst, ja, funktioniert? Na, wenn man sich jetzt eine Vogelperspektive jetzt auf das Thema schafft, versuchen wir das mal, dann ist Österreich eines der sichersten Länder der Welt. Wir haben aber das Gefühl, zumindest wenn du Leute auf der Straße fragst, zumindest das Gefühl, dass dem nicht so sei. Natürlich gibt es bei den Radikalen, also bei Extremisten hast du die Sicherheitsgefahr, das ist keine Frage. Du hast sie auch im kriminellen Bereich, aber das ist ganz gut, eigentlich handelt man ganz gut. Aber sonst sehe ich die Gefahr nicht, zumindest in innere Sicherheit nicht. Und dass sie so groß bedroht ist, wie es in manchen Zeitungen steht, ist völliger Blödsinn. Darf ich daraus völliger schließen, Blödsinn, dass du nicht unbedingt auch der Meinung bist, dass derart weitreichende Eingriffe in die Privatsphäre im Grunde nicht notwendig Absolut. Sind? Absolut. Das Interessante ist ja auch die Politik. Also greift das Sicherheitsthema immer auf, kurz vor Wahlen. Ja, darüber wollen wir gar nicht reden. Heute ist beschlossen worden. Ne? Ab heute haben wir neue Wahlen. Okay. Kurz vor Wahlen, weil du von allen anderen Problemen ablenken kannst. Bildungsbereich, Wirtschaftsbereich, Sozialbereich. Sobald irgendwie, ich meine, Haider hat das gut gemacht. Du hast in der Zeitung stehen, zwei tschetschenische Typen legen einen um. Du spielst das als Politik sehr groß und die ganze Medienlandschaft unterhält sich zwei Wochen lang drüber. Darf ich daraus schließen, dass es innerhalb der Bewegung und ihrer verschiedenen Flügel auch offensichtlich relativ radikale Meinungsunterschiede gibt? Ja, schon. Gut. Also radikal, große Differenzen. Große Differenzen. Ja, schon. Ja, okay, schon. Dann lasse ich das damit. Dann ist das für mich beantwortet. Lieblingsthema. Lieblingsthema. Ach, ich glaube, unser gemeinsames vielleicht ist Europa. Ich habe mir erst gestern vom Robert Menasse seine Rede vor dem Europäischen Parlament zum Jubiläum der römischen Verträge angeschaut. Die ganze, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder nicht, das ist recht interessant. Also sagen wir, der Sukkus ist der. Er sagt, hören wir auf, um den heißen Brei herumzureden. Die römischen Verträge in Tatsache, wenn man sie liest, sagen, Europa soll eine Republik werden. Und wir sagen das deshalb, weil wir sagen, dass der Nationalstaat an sich ein Fehler war des 19. Jahrhunderts und dieser Fehler hat uns die zwei Weltkriege eingebracht und alles, was subsequent daraus gekommen ist. Ob man die Einstellung jetzt teilt oder nicht, ich stelle das mal in den Raum, auch natürlich ein bisschen mit einem Auge auf dein zweites Heimatland, Bosnien, und dem, was sich dort tut und mit den verschiedenen Stadien, in denen sich diese Nationalstaaten befinden versus der EU. Also zurück, was ist dein europäisches Bild? Und für welche Art des Europas arbeitest du als Österreicher innerhalb einer politischen Bewegung? Also, was mich ein bisschen ärgert auch an meiner Partei ist, wir waren ja früher die Vollblut-Europäer. Mock hat die Stacheldraht geschnitten. Ja, wir sind da ein bisschen skeptischer geworden, auch insgesamt. Also ich bin ein absoluter Vollblut-Europäer. Es liegt auch wahrscheinlich daran, dass meine Eltern geflohen sind vor Krieg. Ich weiß, wir Jungen heute können uns nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Aber was ist denn die Konsequenz daraus, wenn Le Pen sagt, ich will die EU zerstören? Stell dir vor, die Konsequenz bei einer Präsidentin Le Pen wäre Krieg geworden. Also das muss man sich ein bisschen vor Augen führen. Ich weiß, das hört sich alles vielleicht weit hergegriffen an, weil es 70 Jahre her ist. Also für mich ist es in dieser Küche 20 Jahre her, 25 Jahre. Und für meine Familie ist es vielleicht auch nicht so lange her. Aber die Konsequenz am Scheitern Europas ist Krieg, nichts anderes. Und da fragt man sich, welche Alternative gibt es denn? Was ist die Alternative? Schauen wir uns Europa mal vor in der Geschichte an. Ende 19. Jahrhundert haben wir 30% der Weltbevölkerung ausgemacht. Ende 21. Jahrhundert sind wir 4%. Vor 60 Jahren war die Wertschöpfung Europas bei 30% der weltweiten Wertschöpfung. Mitte sind es 11%. Das heißt, wir werden auf dem globalen Schachbrett erstens kleiner, machtloser
Und die Konsequenz ist daraus, wir machen jeder seinen Brei. Ist ja absurd. Also demografisch absurd wandern wir ja noch, demografisch wandern wir zurück. Ne? Ja. Aber da braucht es vorher, also jeder, der, also Europa ist alternativlos. Also ich weiß, den Satz mag man nicht, weil nichts alternativlos ist, aber für einen rational denkenden Menschen, es gibt keine Alternative dazu. Wenn du weltweit mitspielen willst, dann gibt es keine Alternative. Praktisch gesprochen. Ja. Natürlich sind dann so Aktionen wie Österreich macht das allein und sperrt den Brenner zu entbehrlich. Ja. Ja, ich glaube, auch da könnten wir uns übereinstimmen. Was heißt das dann für dich gesprochen? In Bezug auf die Einwanderung, in Bezug auf ein gemeinsames Steuersystem, in Bezug auf ein gemeinsames Sozialsystem, subsequent und so weiter und so fort. Also zeichne mir kurz dein Europabild, wie du es umgesetzt sehen möchtest. Also ich meine, ich habe ein Europabild eigentlich, wie jeder deutsche Kanzler es hatte. Ist das der Plan? Also nein, du bist in München geboren, bist auf dem Bild. Nein, also ich beschäftige mich gerne mit deutschen Kanzlern. Sei vorsichtig, deutsche Kanzler, die aus Österreich kommen, das ist dasselbe. Die hatten alle, also wenn man sich auch den Verlauf der europäischen Integration anschaut, dann hat es damit begonnen, das heißt die Stahl- und Kohleaufsicht unter dem, dann die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann die Schaffung der gemeinsamen Währung, also der Währungskorb, dann die Schaffung der Europäischen Union, das Verbreiten, also auch die Mitgliederaufnahme der Europäischen Union, der Maastricht-Vertrag, die römischen Verträge. Mein Europabild ist eigentlich ein voll integriertes Europa. Wir haben jetzt die gemeinsame Währungsunion. Helmut Kohl hat immer damit argumentiert, ein Bund, ein Völkerbund, der eine gemeinsame Währung hat, der bekriegt sich auch nicht. Mhm. Er wollte ja, also hätte er die Macht noch dazu gehabt oder wäre noch an der Macht geblieben, hätte er neben der Währungsunion gleich sofort den Schritt gemacht, Wirtschafts- und in einem durch. Ja, genau, Wirtschafts-, ja. Wirtschafts- und Finanzunion in einem durchzuziehen. Nur hat er es nicht geschafft. Das heißt, er hat die Währungsunion hinterlassen. Man sieht so, es gibt auch Probleme mit ihr. Aber es wird die nächste Konsequenz sein müssen. Wir werden einen europäischen Finanzminister brauchen. Wir werden eine europäische Wirtschaftsunion brauchen. Also ein voll integriertes Europa ist unumgänglich, wenn Europa ein globaler Player bleiben will. Ja. Ja, aber nicht nur auch von unserem, nationalen egoistischen Interesse, wenn du so willst. Ja. Helmut Schmidt zum Beispiel, ein Pragmatiker, ein purer Pragmatiker. Er sagt, ich hatte nie idealistische Motive oder nie ideologische Motive, dass ich ein zusammenhaltendes Europa haben wollte als deutscher Kanzler. Aber es war im Interesse Deutschlands. Weil was ist die Alternative? Ich habe mehrere Nachbarn um mich. Was soll passieren, wenn es keine Europäische Union gibt? Soll man es auf den Schädel hauen? Das wäre mal, also ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das immer wieder neu überlegt, obwohl die Wege dort anders hin sind. Aber wir werden das auch dem Publikum überlassen und hoffen, dass ja Leute auch uns schreiben und sich mit uns darüber weiter unterhalten, mit dir und mit mir. Es gibt ein Thema, das unter Umständen noch mehr als die ganze Immigration und die Wellen der Menschen, die von links nach rechts ziehen, uns beschäftigt oder beschäftigen sollte und auch unheimlich viel mit diesen Bewegungen der Völker zu tun hat, und das ist das ganze Thema der Umwelt. Ja. Jetzt bin ich für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass es, solange es ein derart aufgestelltes, kapitalorientiertes System gibt, es in meinem Verständnis unmöglich sein wird, dieses Thema in den Griff zu kriegen. Ja, bin ich ganz anderer Meinung. Ja, und das genau. Also das habe ich mir gedacht, und deswegen möchte ich dich jetzt fragen, wie aus den Augen deiner Überzeugung, mit den Augen deiner Überzeugung, kann man so ein Geschäft aus dem Greening machen, dass alle drauf aufspringen und dass es funktioniert. Das ist die einzige Lösung. Ja, okay. Beginnen wir mal damit. Staaten werden sich immer für ökonomische über ökologische Interessen entscheiden. Immer. Also das liegt in der Natur des Staaten. Weil er sagt, besser meine Bevölkerung hat einen höheren Wohlstand, als dass sie ihn zur Last der Umwelt aufgibt. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, Innovation, Innovation, Innovation. Es ist die einzige Möglichkeit, wie du das in den Griff bekommst. Ich gebe dir ein Beispiel. Elon Musk, also unternehmerische Menschen,
Ja, unternehmerische Menschen. Elon Musk haut gerade die ganze Automobilbranche auf den Kopf. Entschuldige, wir wissen noch nicht, ob er es schafft. Also, ob er es schafft, ja. Also, aber ich habe Respekt vor ihm, wissen es noch nicht. Er hat es in Bewegung gebracht. Alle Automobilhersteller, von BMW bis Mercedes, alle denken um. Alle. Und das wird, und das setzt Dinge in, also Dinge in Kraft. Ein Mensch hat da Dinge in Kraft gesetzt, die gerade alles alles umordnet. Du hast zum Beispiel auch der Typ, der Clean the Ocean macht. Ich weiß leider nicht seinen Namen. Ja, ich auch nicht. Der fährt herum und sammelt das Plastik auf. Mit seinem Forschungsprojekt sammelt er Plastik aus den Ozeanen ein. Kein Staat wird sowas hinbekommen, wie der Bursch da hinbekommt. Aber das ist interessant. Entschuldige, dann darf ich dich da unterbrechen. Ja. Und er wird Geld damit verdienen. Ja, und er wird Geld damit verdienen. Aber er dient der Menschheit. Wenn du okay, also den lasse ich ja stehen. Also beim Elon ist es für mich, ich verfolge das lang und genau da stellt sich dann, da wird es dann, da springt der Affe ins Wasser sozusagen. Also diese Elektroautos sind fein, aber wir wissen, dass sie in ihrer Produktion zur Amortisierung, bis sie wirklich grün sind, circa 30 Jahre brauchen. Das heißt, wenn ich meinen alten Mercedes weiterfahre, ich bin jetzt schon viel grüner in meinem Leben bis an sein Lebensende, als jedes Elektroauto jemals werden wird, in diesem Bezug. So, da gibt es eben hier immer, die Innovation ist die eine Seite, aber die Auswirkungen jeglicher neuen Technologie, und die wissen wir halt dann immer erst 15 oder 20 oder 30 Jahre später. Jetzt frage ich mich, wenn auf der einen Seite wir die Staaten verteidigen, die ja immer angeblich immer nur ökonomische Interessen haben, aber auf der anderen Seite schauen, dass wir innerhalb einer Europäischen Union die konsolidieren, ist das wirklich so, ich sage es jetzt, gottgegeben, ist es wirklich so hineingeschrieben in das universelle Gesetz, dass es A, Staaten geben muss, dass sie B, immer nur ökonomisch interessiert sind? Ist da nicht sowas auch, oder zumindest glaube ich, das zu spüren, so ein wirklich inneres ökologisches Bewusstsein, nämlich die, nicht nur die Sehnsucht, das Verständnis, dass wir mit unserer tatsächlich relativ doch, das ist ein scharfes Wort, ausbeuterischen Einstellung gegenüber unserer Umwelt so oder so gegen die Wand fahren. Also, dass das schon okay ist mit der Technologie, ich bin auch nicht dagegen, dass die zum Mars fliegen, das finde ich alles super, aber dass es unterm Strich nicht ausgeht, außer wir ändern uns fundamental. Nein, wir haben andere Meinung. Es geht nur in der Symbiose. Entschuldigung, Symbiose zwischen was? Zwischen der Wirtschaft und der Umwelt. Es wird nicht anders gehen. Nehmen wir als Beispiel die Föst. Der CEO sagt, ich habe hier Auflagen, ich habe hier Umweltabgaben, ich habe hier Technologien zu besorgen. Da könnte ich nach Texas ziehen und blase alles Mögliche in die Luft. So, ist das viel gescheiter? Nein, um Gottes Willen. Ist es nicht. Nein, das aber ist wenn du sagst, Innovation ist hier einfach der Fortschritt. Nehmen wir als Beispiel, also wir wissen, die Fleischproduktion verursacht die größten Treibhausgase auf der Welt. Ja. Im Gesamten, so, das wissen wir. Der 3D-Drucker, nehmen wir das schönste Kobe-Rind. Ja? Ja. Ich nehme seine Zellen und lass mir einfach Steaks drucken. Ja. Stell dir vor, was für eine Auswirkung das auf die Fleischindustrie hätte. Das wird das kann ja auf einen Schlag ganze Branchen ausradieren. Also ich habe mir letztens angeschaut, einen gedruckten Burger Patty. Und man hat den Gästen gegeben, einen gedruckten Burger Patty aus einem 3D-Drucker und einem Burger Patty von einem Originalrind. Ja? Und der einzige Unterschied, der bemerkbar war, dass das Burger Patty aus dem Drucker weniger saftig ist, aber das kriegen wir auch noch in den Griff. Also ich bin mir sicher, das wird in den Griff gekriegt, nur die Konsequenz daraus ist, also A, das geht ja auch nicht ohne Energie, und das können wir jetzt, jetzt nicht stundenlang durchspielen, natürlich. Aber dann werden eben anstatt 2,3 Milliarden Leute auf der Welt Fleisch essen, werden es dann alle 7,3 Milliarden fressen und dann werden es in 2050 10 Milliarden sein. Ja. Aber also zu welchen Produktionskosten? Wenn ich eine Herde von Koberins oder von Rindern versorgen muss, Soja etc., sondern ich hole mir ein Rind, das einfach gut ist, und ich lasse das Ding drucken, das ist ja um ein Vielfaches reduzierter Energieaufwand, Produktionsaufwand, umweltlicher Aufwand als andersrum. Akzeptiere ich innerhalb des Beispiels, obwohl als Vegetarier, muss ich ganz sagen, dass das mich ein gedrucktes Patty auch, wir wissen, vielleicht kehre ich dann wieder zum Fleischkonsum zurück. Aber ich will das auch, dieses Thema, weil das sind ja offensichtlich fundamental gegenüberstehend. Also du glaubst nicht, dass so etwas wie ein weltweites Bewusstsein für einen anderen
Umgang mit der Umwelt auch dazu führt, dass man das aus der ökonomischen Ecke herausholt. Weil ich glaube nämlich zum Beispiel nicht, dass Innovation nur durch ökonomischen Vorteil getragen werden muss. Dass es das ist gegenwärtig, ist klar. Es hat natürlich auch in der Sowjetunion, ich bin kein Freund, ich bin überhaupt kein Freund des Systems, also, aber die waren schneller im Weltall als die Amis. Also ich würde das nicht zusammenwerfen. Was ich interessant finde, ist, dass ich gerade auf den vielen Reisen im Rahmen der ökologischen Bewegung eine Staatenlosigkeit finde, die sehr viele andere Probleme wenn nicht löst, zumindest sanfter macht. Also du glaubst, dass der Mensch, du glaubst an das darwinistische Prinzip, dass der Stärkere gewinnt, es muss der Impetus sein, dass es einen Vorteil gibt für mich als Individuum. Also ich sage es da ganz ehrlich, so haben Staaten vor 500 Jahren gedacht, so denken sie heute auch noch. Nur wenn es dann einem persönlich beginnt zu schaden, wie beispielsweise in China, wo du einfach nicht mehr vernünftige Luft atmen kannst, erst dann reagiert man auch. Okay, also du sagst, so ist das, ich akzeptiere das, so ist diese Welt, das heißt nur, wenn es mir wehtut, es gibt eine Tür, und das heißt in dem Fall, dass ich durch Innovation Vorteile schaffe. Und das heißt, eines ersetze. Nehmen wir als Beispiel der CEO von Apple, wie die auf die Idee gekommen sind. Die haben ja alles umstrukturiert, umgebaut. Alles, also die ganze digitale Welt auf den Kopf gestellt. Elon Musk wird es mit den Autos auch tun. Er hat die Branche zerlegt eigentlich. In Zukunft wird das auch passieren. Der Typ, der Clean the Ocean, natürlich wird er Geld damit verdienen. Aber er verdient damit Geld, dass er die ganzen Meere vom Plastik säubert. Kein Staat hätte das hinbekommen. Aber der Bursch hat es geschafft. Also auf den privaten sehe ich es schon. Also mit dem, ich hoffe nur. Und ich glaube auch daran, dass es nicht unbedingt mit ökonomischen Nutzen verbunden sein muss, sagen wir mal so. Ne? Also ja, nicht verbunden sein muss, aber ich sage, der größte Teil ist es. Okay, wir lassen das aus. Mit dem Elon bin ich mir neugierig, der ist auch ziemlich verschuldet. Aber wir fangen jetzt nicht mit dem Bankenwesen an, das fangen wir jetzt nicht an mit dem Geldwesen. Ich möchte zum Abschluss eine persönliche Frage stellen, nämlich die dann nach der persönlichen Zukunft. Das hängt auch wahrscheinlich mit dem Geschäftlichen oder mit deinem Leben professionell zu tun. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, ich schau mal 10 Jahre nach vorne, wo siehst du dich? Was siehst du dich tun? Okay. Was würdest du gerne umsetzen? Was wäre das? Privat oder? Was ich gerne umsetzen würde? Ja, was würdest du gerne machen? Was sagst du, okay, das ist mein Ding, das möchte ich machen. Das in 10 Jahren möchte ich sehen, dass das ein Gesetz ist oder dass Ach so, verstehe, so ganz visionär. Ganz visionär, okay. Ganz visionär. Also ich kann es hemmungslos visionär. Auf 10 Jahre sind das wurscht, 20 Jahre. Okay, gut, nehmen wir es auf das Leben. Auch das Leben. Also wenn ich mich als was bezeichnen würde, ist wahrscheinlich als idealistischen Pragmatiker. Aber auf mein ganzes Leben, also einfach im öffentlichen, also im Allgemeinwohl einen großen Fußstapfen hinterlassen, das wäre schon mein Ziel. Also wenn ich es schaffe, ich gebe dir ein Beispiel, ganz runterbrechen können wir es. Wenn ich es ansatzweise schaffen sollte, dass das Kind aus Otterkring, eben weil es dort geboren ist, dieselben Chancen hat wie ein Kind aus Hitzing, dann kann ich beruhigt sterben. Ja. So, das wär's. Klingt gut. Da treffen sich einige Bewegungen in diesem Wunsch hoffentlich. Das stimmt. Ja super. Da bin ich dafür, da bin ich dabei. Ja, sehr cool. Also schau. Danke dir. Freut. Danke dir. Alles Liebe. IP, signs off. Wir danken euch beim Zuschauen, fürs Zuschauen. Jetzt verhaspel ich mich. Und so wie letztes Mal sage ich, schickt uns eine E-Mail, beteiligt euch an der Diskussion oder schickt einen Brief. Wir wollen, dass ihr dabei seid und uns wissen lasst, was ihr darüber denkt, über die kleinen und die großen Themen, die wir heute hier gemeinsam in dieser Küche gewälzt haben. IP, goodbye. Idealism prevails. Make the world a better place.